Und damit herzlichst willkommen zurück hier bei Pokémon Let's Go Pikachu, wo wir seit dem letzten Part alle 8 Orden besitzen. Wir haben den Orden von Rocco, den von Misty, den von Major Bob, den von Erika, den von Koga, den von Sabrina, den von Quizmaster Pyro und den von Giovanni. Oh ja, jetzt haben wir alle 8 Orden der Kanto-Region und können uns heute dann aufmachen zur Pokémon-Liga. Besser gesagt, erst einmal zur Siegerstraße. Oh yeah. Es ist ein Augenblick, auf den wir schon lange gewartet haben. Lange gewartet haben. Wir können endlich zur Pokémon-Liga aufbrechen. Und auf der Siegerstraße Lavados fangen. Weshalb ich jetzt als allererstes mal kurz unseren, naja, Itemvorrat ein bisschen aufstocken werde. Wir müssten jetzt auch hier Hypertränke und so weiter kaufen können. Mal sehen, Hyperbälle habe ich insgesamt 66 Stück. Ich habe ja hier und da ja ein bisschen ja was eingekauft gehabt. Ja, wir hatten ja auch viele Bälle ja gebraucht, um ein paar Pokémon zu fangen. Um uns ein bisschen aufzuleveln. So, Top-Genesung gibt es jetzt auch hier. Okay, machen wir mal 17 Stück. Werden wir zwar sicherlich nicht brauchen, aber hey, warum nicht, sage ich. Beleber, ja, machen wir mal 5 Stück draus. Höchstens für den Kampf gegen Lavados könnten wir ein paar davon gebrauchen. Hyperheiler, sagen wir mal 7 Stück. Und dann will ich mal ein paar neue Lockdüfte kaufen. Also Top-Lockparfüm. Ja, man könnte insgesamt 58 Stück kaufen. Aber ich denke mal, so 12 müssten lang. Gott! Alles gut, alles gut. Gibt es noch etwas, womit ich dienen kann? Nein, ich bin wunschlos glücklich. Und jetzt geht es los zur Siegelstraße. Bin schon mal gespannt, wie das Ganze jetzt aussehen mag. Und wir reisen natürlich mit Stil. Ah, wartet, 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 wartet. Nein, Moment. Unsere Pokémon sind ja alle aufgelevelt. Frisch trainiert. Also wird dann gleich noch ein Kampf gegen Steve kommen. Phantom Heart! Ja. Das Spiel bleibt halt seinen Vorgängern treu. Puh, endlich habe ich dich eingeholt. Ich habe mir auch einen Erdorden verdient. Damit ist der Weg zur Pokémon-Liga frei. Die Top 4 sollen ja unfassbar stark sein. Aber wer nicht wagt, der nicht gewinnt, stimmt's? Wie sieht's bei dir aus, Phantom Heart? Fühlst du dich der Herausforderung gewachsen? Zeig mir doch mal, was du und deine Pokémon so drauf habt. Yep. Das hätte ich wirklich für einen Moment vergessen. Bevor man natürlich ja zur Siegelstraße kann, fordert uns unser Rival heraus. Oh, Tauboss. Ach ja, was für ein schönes, stattliches Pokémon. Tauboss. War ja sowieso, ja. Eines der Pokémon, die ich in Pokémon Silber benutzt habe. Tauboss mit dem Namen Boss. Und interessant. Wirklich interessant, muss ich sagen. Dieses Pokémon hält unsere geballten Psychokinese-Kraft stand. Oh ja, Pokémon auf Level 50 sind schon ein anderes Kaliber. Sind schon ein anderes Kaliber. Oh, ein Giflor. Ah, mal sehen. Ah, das erinnert mich ja noch an eine Sache. Ja, das erinnert mich jetzt noch an eine Sache. Und jetzt muss ich mal kurz stoppen, leider. Ja, ich muss mal kurz stoppen. Es hat gerade an meine Tür geklopft. Also, ein Moment, ein Moment. Warte mal, vielleicht können wir mal kurz in den Beutel reingehen. Okay, los geht's. Und da sind wir jetzt auch schon wieder da. Das Klopfen an meiner Tür war nämlich meine Mutter gewesen, die mir mitgeteilt hat, dass die nächsten Weihnachtsgeschenke angekommen sind. Oh ja. Wirklich gut, muss ich auch sagen. Denn Amazon hat sich in der letzten Zeit wirklich ein bisschen zu sehr verspätet mit den Lieferungen. Kann ich da nur sagen.
Ja, jedes Jahr zur Weihnachtszeit oder auch so generell, wenn Geburtstage anstehen und so weiter, da bestelle ich ja auch mal was. Mhm. Ist ja heutzutage auch sehr einfach, ja. Weil online gibt es ja sowieso die verschiedensten Sachen ja zu kaufen, zu bestellen ja auch. Einfacher ja, als wenn man im Laden ja was kauft. Weil dort könnte es immer mal sein, dass das, was man haben will, nicht da ist. Tja, auf jeden Fall war die Sache so mit Amazon jetzt in letzter Zeit so gewesen. Ich habe ja so, naja, so ungefähr 4 Pakete mal bestellt gehabt. Hm? Für hier und da, für den einen oder anderen Verwandten. Und ja, da war es jetzt leider so gewesen. Das erste Paket, da war es so, es kam 2 Tage früher an, als erwartet. Hm? Das nächste Paket ebenso, 2 Tage früher als erwartet. Eigentlich ja eine schöne Sache, muss man ja sagen. Aber, ratet mal, was auf der, auf der Internetseite, also besser gesagt auf der Seite von Amazon unter meine Bestellung da stand. Bei diesen beiden Paketen, die früher angekommen sind. Und darauf werdet ihr sicherlich nicht kommen. Da stand nämlich, es tut uns sehr leid, dass ihre Lieferung sich verspäten tut. Mhm. Ja. So was stand da nämlich. Die haben sich da entschuldigt, dass sich unsere Lieferung verspäten tut und erst ein paar Tage später ankommen wird. Tja, da frage ich mich doch jetzt, ich komme immer noch gegen dich an, obwohl ich mein Team so gut trainiert habe. Ja, da fragt man sich doch, was läuft bei Amazon eigentlich schief? Die entschuldigen sich für etwas, worüber sie sich nicht entschuldigen müssen. Die Pakete waren früher angekommen als sonst was. Tja, aber das Paket, wofür ich ja eben mal kurz gestoppt habe. Tja, das ist wiederum jetzt zwei Tage später gekommen als der eigentliche Liefertermin. Tja, Sachen gibt's. Aber naja, es ist die Weihnachtszeit. Da ist es ja eigentlich ja sehr normal, dass manche Pakete ja ein bisschen später ankommen. Hm? Außerdem, für meinen Onkel habe ich ja auch was bestellt gehabt. Hm? In seinem Auftrag. Das wollte er nicht unbedingt machen. Hm, etwas bestellen bei Amazon. Ja, das habe ich dann für ihn bestellt. Dann ja zu seiner Adresse ja hinschicken lassen. Und ja, ratet mal, was da dann stand. Auf der Seite meine Bestellung. Das gleiche wie bei den anderen zwei Paketen. Hm? Es tut uns leid, dass ihre Verspätung, nicht Verspätung, sondern die Bestellung sich verspäten tut. Hm? Dabei war diese Bestellung auch 2 Tage früher angekommen. Da fragt man sich wirklich, was läuft bei denen da eigentlich jetzt schief zur Weihnachtszeit? Naja. Weißt du, seit wir kleine Kinder waren, hatte ich immer das Gefühl, mich um dich kümmern zu müssen. Ernsthaft? Ich wollte dir mit gutem Beispiel vorangehen und zeigen, wie alles funktioniert. Aber in Sachen Pokémon-Training bist du mir einfach ständig einen Schritt voraus. Ha, das ist irgendwie so frustrierend. So kenne ich mich gar nicht, aber ich schätze, das gehört einfach dazu, wenn man seine Rolle als Pokémon-Trainer wirklich ernst nimmt. Ich weiß, dass ich mich damit wahrscheinlich lächerlich mache, aber noch gebe ich nicht auf. Dieses eine Mal musst du mir doch den Vortritt lassen. Ja, und deshalb läuft er uns einfach weg. Vor uns weg. Und Pikachu, was sagst du dazu? Shikara scheint die Haare von Steve anfassen zu wollen. Ernsthaft? Hm. Ich glaube, dieses Pikachu sollte ich niemals in die Nähe meiner Mutter lassen. Ne, weil meine Mutter mag es überhaupt nicht, wenn man ihr in die Haare fasst. Ah ja. Das mag sie überhaupt nicht. So, und hier? Pokémon-Liga. Der Gipfel der Pokémon-Elite. Haupteingang. Oh yeah, auf zum Haupteingang. Der Pokémon-Liga. Tschüssi. Hier dürfen nur wirklich starke Pokémon-Trainer passieren. Oha, hast du etwa den Felsorden bei dir? Jo. Dann lass ich dich natürlich vorbei. Viel Spaß. Werde ich haben. Route 23. Interessant. 3 goldene Himibären. Das ist genial. Die brauchen wir dann für Lavados. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Quillerordens sind. Ah, den hast du. Gut, geh jetzt.
Jo, wir gehen einfach weiter. Oder wir fliegen, besser gesagt. Jo, hast du den Donnerorden? Jo, den hast du. Dann darfst du auch vorbei. Übrigens, hast du da etwa ein Autogramm von Major Bob? Wow, du hast gut. Interessant. Interessant, interessant. Durch das Autogramm von Major Bob kriegen wir hier also eine Reaktion von dem dritten Wachmann. Interessant, muss ich sagen. Unerwartet, aber interessant. Oh, noch ein Pokéball. Drei goldene Nanabären. Nanabären. Alter Schwede. Yo, hast du den Farborden? Yo, hast du. In Ordnung, du darfst passieren. Yo, yo, yo. Natsu Strotz Vertatendrang. Okay. Dann ist es jetzt soweit. Wir gehen übers Meer. Wir segeln frei jeden Augenblick. Wir surfen hier und da mal vorbei. Wow. Hier gibt es ja wirklich viele goldene Bären. Schön. Das erleichtert uns ja doch ein bisschen sehr. Das Fangen von Lavaros. Und dafür wollte ich ja... Oh, Quapsel. Nice, dieses Pokémon hätte ich auch eigentlich zu gerne gehabt. Quapsel. Weißt du was? Da wir jetzt goldene Himbeeren haben, gebe ich dir einfach meine silberne. Hier, bitte. Jetzt darf ich... Ey! Okay. Jetzt darf ich dich mal fangen. Quapsel. Quapsel. Bist einfach ein gutes Pokémon. Ah, oh, wie schön. Mhm, ein Quapselbonbon. Unerwartet, aber hey. Ist auch nicht so schlecht. So, Quapsel. Das Kaulquappen-Pokémon. Offenbar unterscheidet sich die Ausrichtung seiner Spirale je nach Geburtsregion. Es kann besser schwimmen als laufen. Ja. Mhm. Kann ich mir vorstellen. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die den Seelenorden haben. Ah, hast du. Gut, dass das hier. Surf weiter. Oh, nein, Carpador. Dich wollte ich jetzt nicht haben. Adios, sag ich da. Wir surfen weiter. Oh, wie wunderbar. Nicht schon wieder. Carpador. Geh einfach weg um die Ecke. Okay, dort gibt es ein Item. Sieht nicht danach aus, als würde es dort eins geben. Gut, wie sieht's hier aus? Wieder goldene Himbeeren. Also das ist doch wirklich sehr genial. Das Spiel will also wirklich, dass wir Lavaros fangen. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Sumpfordens sind. Jo, hast du auch. Also, weiter geht's. Oh, ist Sabrina nicht toll? Okay. Dieser Schwimmer, der steht also auf Sabrina. Naja, kann ich eigentlich nicht so recht verstehen, muss ich zugestehen. Und weiter geht's. Jo, hast du einen Vulkanorden? Jo, hast du. Dann lass ich dich vorbei. Warte, was ist das? Was war das? Ah, ein Ibitak nur. Oh wei. Oh wei, oh wei. Was macht denn hier ein Oh wei? Ha! Na gut. War zwar nicht meine Mission jetzt gewesen. Aber soll's. Oh wei, dich fange ich auch nochmal. Wow. Was ist jetzt eigentlich hier los? Wir haben jetzt auch ein Owei ohne große Probleme gefangen. Ha, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Das Ei-Pokémon Oweis kleine Köpfe ziehen sich gegenseitig an und drehen sich. Es braucht 6 von ihnen, um die Balance zu halten. Interessant, interessant. Aber was ich mich eigentlich immer noch frage, was war eigentlich das dritte Pokémon im Labor von Professor Eich? Das wüsste ich zu gerne. Hier dürfen nur Pokémon-Trainer passieren, die im Besitz des Erdordens sind. Oha, den hast du. In Ordnung, lass sie vorbei. Los, die Pokémon-Liga wartet auf dich. Yes. Die Siegesstraße. Jetzt sind wir wieder da. In der Siegesstraße, oh ja. Dann wollen wir doch mal das Top-Lock-Parfüm einsetzen.
Ah, mal sehen, was für Pokémon wir hier finden können. Und ich denke mal, Glurak, du könntest jetzt erst einmal wieder in dein Pokéball zurück. Denn die Siegesstraße will ich doch gerne einmal nur... Warte mal. Okay. Ah, warte mal, das ist ja kein Felsen zum Verschieben. Aber es wundert mich jetzt ein bisschen, dass jetzt... Ah, warte mal. Okay, dort drüben ist auch noch ein Trainercoach. Der Trainercoach der Siegesstraße. Okay, Pikachu, setze jetzt Wuchtstoß ein. Los. Bam. Klick. Die erste Barriere wurde beseitigt. Aber irgendwie habe ich jetzt wirklich das Gefühl, auch die Siegesstraße sieht ein bisschen kleiner aus als in Erinnerung. Golbat. Mushrock. Nice. Aber jetzt erstmal Trainercoach. Ich sehne mich nach einem Kampf. Sehnst du auch du dich nach einem Kampf? Yo, ich will kämpfen. Nun denn, die Zeit für einen Kampf ist gekommen. Ich bin mal gespannt, wie stark der Trainercoach hier in der Siegesstraße ist. Erik. Hast du ein Stahl-Pokémon? Nein. Ein Ditto. Interessant. Ditto verwandelt sich also gleich in Baku. Also könnten wir jetzt schon mal Ränkeschmied benutzen. Oh, verdammt nochmal. Ditto ist schneller auch noch. Aber was soll's. Wir sind eigentlich stärker. Jetzt umso mehr. Unser Spezialangriff ist stark gestiegen. Unser Spookball dürfte daher diesem Ditto mehr Schaden machen als uns. Spookball, los geht's. Bam. Okay. Okay, okay, okay. Spezialverteidigung sinkt von Ditto. Nochmal Spookball. Warte mal, wieso sind wir jetzt schneller? Eigenartig. Okay. Wieso zum Henker waren wir jetzt eben schneller gewesen? Verstehe ich nicht. Na gut, Zauberschein. Zu guter Letzt. Bam. Das war ein interessanter Kampf. Muss ich sagen. Einfach überwältigend. Der Trainercoach schaut aber wie immer gelangweilt in drein. Ein vorzüglicher Kampf. Dafür hast du das hier verdient. 10 Pikachu-Bonbons. Alter, bei Gelegenheit würde ich das gerne wiederholen. Alter Schwede, Pikachu wird ja total übermächtig. Pikachu wird einfach übermächtig. Pikachu. Welches Item holen wir uns jetzt im Nu? Doch, wir holen uns einfach dieses Mal. Ein Blattstein. Das war jetzt also meine Niete gewesen. Eine Niete war das nun gewesen. Eine Niete wird der nächste Kampf nicht sein. Hehe, ich strotze nur vor, so vor Selbstvertrauen. Glaubst du, du kannst es mit mir aufnehmen? Jo. Das weiß ich. Ich werde es mit dir aufnehmen können. Ast-Trainerin Naomi. Schöner Name. Kangama. Kangama, ein normales Pokémon. Das ist jetzt nicht so gut. Nee. Okay, King. Demonstriere deine ultimative Stärke. Gegen Kangama, dem Mutter-Pokémon. Oh yeah. Da könnten wir eigentlich gleich auch mal den Vielender mal einsetzen. Ja. Okay, das war jetzt nicht gut gewesen. Überhaupt nicht. Okay, nochmal. Vielender! Einsetzen! Bam! Oh yeah! Nice! Einfach nice, sag ich da. So gar kein Scheiß. Und jetzt ist sowieso verwirrt. Gut. Dann kommt jetzt der Gift-Hieb. Und dann ist gleich... Oh yeah! Kangama. Adios. Adios, adios. Sag ich mal dazu. Adios, adios. Dann haben wir bald Ruhe. Ah, verdammt mal. Ich hätte auch Baku jetzt nehmen können.
Jo, ich hätte jetzt auch Baku nehmen können. Und ja, ich hätte jetzt noch ein paar andere Sachen machen können. Denn für Glurak wollte ich eigentlich schon längst mal eine andere Technik hier einsetzen. Anstatt Flammenwurf dann Feuersturm. Ja, das wäre wirklich nicht verkehrt. Den Feuersturm. Den mächtigsten Feuerangriff der Kanto-Region. Aber hey, der Flammenwurf, der ging jetzt auch. Einfach wunderbar frei Haus. Gut, Toad hat Level 61 erreicht. Verloren. Erreicht, nicht verloren. Ah, und wir kriegen auch noch ein paar Hyperbälle. Wunderbar, aber trotzdem. Chanera! Es ist zwar mickrig, aber hey. Aber hey. Ein winziges Chanera gibt uns auch noch gut Erfahrungspunkte. Sofern es im Pokéball bleibt. Tja, sofern es drin bleibt. Gut. Hey! Lass das blöde Gehüpfe hier! So. Einfach fabelhaft. Das ist einfach wunderbar. Ah. Okay. Ich glaube mal, wir sollten diese ganze Sache jetzt mal mit Chanera mal ein bisschen schneller machen. Vielleicht noch mal eine Beere. Ja, eine Beere, die ist nicht verkehrt. Eine goldene Beere benutzen wir mal. So. Toll! Einfach eine goldene Beere futtern und dann abhauen. Das sind mir die richtigen Pokémon. So. Na gut. Dann nehmen wir jetzt erstmal auch was für unsere Pokémon. Hypertrank. So werden wir gleich rank und schlank. Durch den Hypertrank. Jetzt geht es erstmal weiter. Lassen dieses Golbat außen vor. Du siehst aus, hättest du was drauf. Wie wäre es mit deinem Kräftemessen? Ja, warum nicht? Wir haben noch ein bisschen Zeit, bis wir zu Lavados kommen. Logan. Aha, Wolverine. Hast sie auch sehr verändert. Nach deinem Tod. Hm? Na gut. Psychokinese. Los geht es. Bam. Woo. Flammenblitz. Keine so gute Idee, finde ich. Nee, keine so gute Idee. Denn nun haben wir gleich gesiegt hier. Einfach wunderbar. Galoppa ist besiegt. Level up für Baku. Level 61. Gut. Aha, Geschwindigkeit hat sich gesteigert. Gut, Natsu erreicht auch Level 61. Gut, als nächstes kommt Satzenia. Ah, Satzenia. Dich erledige ich auch mit Natsu. Das ist einfach prima. Dieses Satzenia. Auch eines der Pokémon, die ich im Pokémon Silber benutzt hatte. Ach ja. Was war das doch für ein schönes Let's Play gewesen. Mein erstes Pokémon-Hauptreihen-Let's Play. Ah, wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht, wie die Zeit vergeht. War eine gute Zeit. Unser Zenia wäre eigentlich auch nicht schlecht gewesen für unser Let's Play hier. Ja, es wäre nicht schlecht gewesen. Ganz und gar nicht schlecht gewesen. Aber hey, Satzenia hat dich schon mal benutzt. Glurak hatte ich zwar eigentlich auch schon mal benutzt, aber hey. Mega Glurak noch nicht in einem offiziellen Let's Play hier. Nein. So war es ja noch nicht gewesen. Und Voltekkel Junior kam jetzt wieder hier an. Gott. Einfach genial das Ganze. Aber generell kommen wir jetzt eigentlich ein bisschen schneller hier voran als gedacht. Denn so viele wilde Pokémon tauchen jetzt hier überhaupt nicht auf. Obwohl wir ja das Top-Lock-Parfüm draußen haben. Pikachu, was ist? Spürst du eine starke Aura? Ja. Shikara fühlt die Spannung in der Luft und wirkt ziemlich eingeschüchtert.
Oh ja, Lavados ist hier in der Nähe. Aber wo? Naja, da drüben ist Lavados. Lavados, das mächtige Feuerflug-Pokémon. Oh yeah. Wir kommen bald zu dir. Nicht mehr lange. Dann wirst du gefangen. Okay, das lief gut. Die Wand ist verschwunden und der Weg ist wieder frei. Da besiegen wir dann noch gleich einen Jongleur namens... Du möchtest also die Top 4 herausfordern, stimmt's? Ja, und den Champ, der höchstwahrscheinlich wohl Steve sein wird. Wird höchstwahrscheinlich so sein. Aber ich frage mich eigentlich, wird Steve dann auch bei den Rückkampf in der Pokémon-Liga auch der Champ sein? Das weiß ich nämlich nicht. Auf jeden Fall weiß ich ja, dass die Top 4 bei den Rückkämpfen stärker sein werden als jetzt. Und das finde ich persönlich gut. Das gibt dann nochmal eine schöne Herausforderung. So wie damals ja auch in der Sinnoh-Region, also vor ein paar Wochen, gegen Cynthia und die Top 4. Oh yeah. Das war auch nochmal eine ordentliche Herausforderung. Aber eine gute Herausforderung. Tja. Oh, als nächstes kommt wieder Lamus an. Okay, Toad. Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Gegen Lamus. Du hast ja auch reichlich trainiert gehabt. Du müsstest also auch ein Wasserpsycho-Pokémon erledigen können. Los geht es, Blutsauger. Erledige es. Bam. Oh yeah. Toad hat's geschafft. Er hat ein Lamus mit einem Bissen verspeist. Gut. Du hast drauf. Oh ja, ich habe es drauf. Und was sollen eigentlich diese beiden Pokebälle? Oh, sieht man an, ein Karate-Heini. Und, Hey, da wollte ich noch nicht längst. Aber dort drüben gibt's Lavados, aber... Das hier ist die Siegesstraße, die ultimative Prüfung für jeden Trainer. Aber gab es nicht mal irgendeinen anderen Weg dorthin? Das verwundert mich jetzt ein bisschen, dass da der Weg versperrt ist. Na gut, erstmal werden wir den Schwarzgott hier besiegen. Mit Kikli und höchstwahrscheinlich dann auch noch Nokshan. So wird es höchstwahrscheinlich ja sein. Und Baku besiegt ja beide. Sehr fein. Oh yeah. Das nenne ich nun mal ultimative Psychostärke. So. Was wollt ihr noch sagen? Ach ja. Aber nicht nur die Top 4. Okay, es war also doch kein Nokshan. Aber hey, Quappo kommt mit seinen Faustkampftechniken auch ein bisschen nah dran. Aber das, was ihr jetzt sagen wollt, ist die Tatsache, dass die Arenaleiter der Kanto-Region auch stärker sind in der After-Story. Denn wir können dort Rückkämpfe machen. Rückkämpfe gegen Arenaleiter, die es seit der 4. Generation ergibt. Habe ich mal nachgeschaut. Ja, seit ab der 4. Generation kann man nämlich Rückkämpfe gegen Arenaleiter machen. So. Eigenartig. Naja, nicht das mit dem Rückkämpfen. Ah, Solarstrahl. Nette Technik. Aber eigenartig ist es... Ah, sieh mal, ein Macholo, ein Onix. Ein Cosplayer? Aber von woher kriege ich jetzt bitte schön... einen Felsen her? Gute Frage, nächste... Oh, ein wildes Kikli. Das ist unerwartet. Ey, verdammt nochmal. Lass dich fangen. Was ist denn jetzt bitte schon mit meinem Joy-Con los? Lass dich... Okay, gut, dass du jetzt wieder geradeaus da bist. Gut, aber Kikli hatten wir doch eigentlich ja schon. Nokshan wäre also besser gewesen. Gut. Dieser Wurf war jetzt ein richtiger. Dieser Wurf hätte noch besser sein können. Was? Oh. Mies.
ganz schön mies. Top-Genesung. Aber wir müssen jetzt diesen Weg mal längs gehen. Okay, dort vorne ist Lavados. Hier ein Item. Ha, eigenartig. Na, was sagst du? Ist die Siegestraße anstrengend? Nein, keineswegs. Die werden wir auch in diesem Part durchmachen. Das hatte ich mir vorgenommen. Und vor allem wollen wir auch noch Lavados fangen. Denn Lavados steht ja sowieso beim Ausgang der Siegestraße. Wache ja. Lavados, Lavados, wir werden dich heute noch kriegen. Sicherheitshalber werde ich aber vorher nochmal speichern. Das ist ja mehr als offensichtlich. So, und der Reflektor, für was war das noch? Physische Angriffe. Tja, keine Ahnung, weshalb Pantimos das gegen einen Baku, also Hypno, rausholt. Gut, gut, gut. Weitere Erfahrungspunkte. Simsala ist auch gleich besiegt, oh ja. Aber vielleicht hätten wir doch eher unser Pflanzenkäfer-Pokémon nehmen sollen. Ja, wäre, glaube ich, besser gewesen. Oder vielleicht auch nicht. Okay, sein Simsala benutzt auch Spookball. Nicht übel. Nicht übel, nicht übel. Aber mit Zauberschein beende ich jetzt diese Sache hier. Gut. Simsala wurde besiegt, ja. Simsala, oh ja. Gut gemacht, du hast bestanden. Hä? Bei was denn? Gute Frage, nächste Frage. Kraftkoloss. Ja, nette Technik. Nette Technik, sag ich da. Die ist einfach wunderbar. Oh ne, gegen den Jongleur wollte ich nicht kämpfen. Dir werde ich eine Lektion erteilen. Ach nö, gegen den Dompteur. Weshalb eigentlich ein Dompteur ein Lolli eigentlich in seiner Hand hat? Ah, das wisst ihr eigentlich zu gerne. Was hat sich Game Freak eigentlich dabei gedacht? Das kommt doch überhaupt nicht seriös vor. Nee, nee, seriös ist was anderes. Kann man sagen. Kann man sagen, kann man sagen. Es ist für einen Dompteur nicht gerade sehr seriös, einen großen Lolli in der linken Hand zu haben. Nee, nee, nee. Das ist und bleibt nicht seriös. So, Tauros. Mit wem wollen wir denn jetzt mal kämpfen? Seekönigin. Ja, sie kann mal wieder zeigen, was sie drauf hat. Los geht's, los geht's. Wir legen jetzt wieder los. Hier in der wunderbaren Siegestraße. So siegen wir. Über Ahal. Hier. Okay, Tauros ist zurückgeschreckt. Gut. Dann kommt jetzt noch ein Siedewasser. Gut. Tauros ist auch besiegt. Wunderbar, sag ich da. Oh, weia. Ja, ja, oh, weia. Lass den Lolli fallen. Tja. Okay. Es geht jetzt hier... Wow. Also zum einen geht es jetzt hier rauf. Dort unten gibt es ein Item. Wieder ein Trainer. Okay, Shikara. Erledige den Trainer. Du bist schneller als dieses andere unserer Pokémon. Du bist so gesehen ein kleiner Flash. Und mit deiner Kraft werden wir es schaffen können. Wir werden Astrainer Nils besiegen. Mit zwei Britzelturbos. Und danach kommt Lavados endlich. Hatte ich jetzt schon häufig gesagt. Aber ja, jetzt glaube ich wirklich, wir kommen zu Lavados. Lavados, wir sind gleich da. Hier bei dir. Auf der Siegestraße hier. Deine beiden Brüder oder Schwestern, wie auch immer, ihr habt ja leider keine Geschlechter. Tja. Ah, verdammt nochmal. Knogger. Okay, Seekönigin, komm mal wieder raus. Aus dem lieben Haus. Aber ja, deine beiden Brüder oder Schwestern hab ich schon gefangen. Zapdos und Arktos. Und jetzt bist nur noch du da.
Lavados wird gleich gefangen. Mitgefangen. Mitgefangen. Reingehangen. Gott. Exzellent, exzellent. Wow, wirklich beeindruckend. Eigentlich sind die Trainer-Coaches ja nichts anderes als verbesserte Ass-Trainer. Trainer-Coaches. Warte mal. Ass-Trainer, Trainer-Coaches. Wie auch immer. Dort hinten oh. Nein, nein. Haut ab. Ah, verdammt nochmal. So ein Mist, aber ich wollte jetzt keinen Mashok fangen. Nein, nein, nein. Ich wollte jetzt eigentlich keinen Mashok fangen. Ich wollte jetzt einfach weitergehen. Ich wollte weitergehen. Und Lavados... Hä? Lavados gleich fangen. Aber hey, der Tag ist ja noch sehr jung. Ah, verdammt nochmal. Boah, verdammt nochmal. Gut, ein großartiger Wurf mit dem Hyperball. Da müssten wir doch das Mashok wieder nicht fangen. Okay, ich verschwende aber diesmal keine goldene Beere an ein wildes Pokémon. Nein, nein und nochmals nein. Gefällt ihm wohl nicht. Okay, nochmal ein guter Wurf. Jetzt müsste es doch langsam klappen. Nein, dieses Mashok ist weg. Blöd. Einfach blöd. Okay, dort drüben ist ein Felsen, wo wir jetzt noch nicht hinkommen können. Wartet mal. Wir können auch hier nicht hin. Hä? Okay. Das ist jetzt wirklich interessant, das Ganze hier. Aber ein bisschen blöd, dass wir jetzt hier eingekreist sind vom Pokémon. Hab ich jetzt hier irgendwas übersehen? Nein. Wir haben eigentlich nichts übersehen gehabt. Und das Parfüm-Item benutze ich jetzt nicht mehr. Oh, Mist. Yo, hallo. Es ist die Bestimmung eines Trainers, stets auf der Suche nach starken Gegnern zu sein. Erwartet mal! Das war ja total falsch, was ich gesagt hatte vorhin. Lavados befindet sich ja überhaupt nicht beim Ausgang der Pokémon-Liga. Der Ausgang war doch irgendwo anders gewesen, glaube ich. Ja, es war doch irgendwie eine Art Seitenausgang. Hier bei der Siegestraße. Also müsste der Ausgang irgendwo in der Nähe dieses weiteren Trainercoaches sein. Okay. Wir konnten ausweichen. Als nächstes kommt dann der Donnerblitz. Los! Ah, verdammt nochmal, dieses Dragonier ist doch ein bisschen stärker, als es aussieht. Blöd. Blöd, blöd, blöd. Aber hey, Dragonier haben wir auch gleich besiegt hier. Oh, ein Volltreffer. Wunderbar. Aber ja, der Ausgang der Siegesstraße war ja, glaube ich, nicht ein gerader Ausgang. Es war ja, glaube ich, ein Ausgang, der zur Seite ging. Aha, es war ein Seitenausgang, wo wir dann zu einer Reihe von vielen Pokémon-Statuen kamen. Ein kleines Labyrinth auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Und der Weg geradeaus zur Pokémon-Liga. Ja, der war erst vorhanden in der zweiten Generation. Dort war die Siegesstraße sowieso noch um einiges kleiner als hier. Ja, und dort beim Ausgang, ja, da kämpft man dann gegen den Rivalen, ja. So war es, ja. Okay, dann besiegen wir jetzt auch nochmal das letzte Pokémon hier. Von dieser Ass-Trainerin. Und wer weiß, vielleicht kommen wir gleich zum Trainer-Coaching, vielleicht auch nicht. Oder habe ich vielleicht irgendwo mal ein... Habe ich vielleicht irgendeinen Zugang vielleicht verpasst? Ja, was war denn eigentlich jetzt mit dieser einen Barriere auf der einen Ebene mit diesem komischen Dompteur? Da war ja auch so ein Schalter, den man tätigen musste. Aber da war ja eigentlich nirgendwo so ein Felsbrocken, den man verschieben konnte. Eigenartig. Eigenartig, eigenartig. Okay, dort unten ist Officer Rocky.
Was bitteschön macht Officer Rocky hier? Eigenartig. Da muss ich doch mal vorbeischauen. Officer Rocky, was machen Sie denn hier? Officer Rocky, ja, was machen Sie hier? Oh, willst du dir etwa den Herausforderungen der Pokémon-Liga stellen? Zum Glück bin ich hier, um dich anzufeuern. Was könnte einen mehr motivieren, als die Unterstützung einer schönen Polizistin? Das stimmt. Vielleicht eine Gruppe Cheerleader. Ja, eine Gruppe Cheerleaderin wäre auch nicht schlecht. Wow, so, das wär's. Dann legt euch mein Zeug. Hey, danke sehr. Nicht übel. Ganz und gar nicht übel. Sie hat unser Team geheilt. Blizzard. Eine mächtige Eisattacke. Aber... Wisst ihr was? Wir machen erst einmal Lavados und dann kümmern wir uns um den Felsen mal. Lavados. Wir spüren deine Anwesenheit. Vor allem Pikachu spürt deine Anwesenheit. Gut. Es ist soweit. Es ist soweit. Lavados ist hier. Oh, AP top. Okay, dann war es also wirklich so gewesen, wie ich es dachte. Der Ausgang zur Pokémon-Liga war an einer anderen Stelle. Okay, Lavados. Das mächtige Feuerflug-Pokémon. Das werden wir nun fangen. Und ja, Speicher muss jetzt sein. Lavados. Ein bisschen Abstand bitte, Oh yeah, erstmal uns beschnuppern und dann kämpfen. Lavados. Feurig. Stark. Shikara. Erledige es mit einem Britzelturbo. Ja, ich weiß, du schaffst es. Denn du bist sowieso unser schnellstes Pokémon. Bam. Wow. Ja, Lavados hatte jetzt nichts mehr zu lachen gehabt. Dann können wir es auch wirklich jetzt erstmal fangen. Das ist deine Chance, Lavados zu fangen. Okay. Ich habe eine goldene Himbeere für dich. Lecker Schmecker. Okay, meiner Ansicht nach war ich außerhalb des Kreises, aber hä? Oh, nee. Nicht schon wieder. Verdammt. Verdammt nochmal, Lavados brennt aber wirklich sehr stark, muss ich sagen. Ja, Lavados brennt wirklich sehr stark. Äußerst stark. Die lodernden Flammen eines Lavados. Warte mal, die goldene Nanabeere? Es wird jetzt ruhiger. Okay. Ah, verdammt nochmal, wieso treffe ich jetzt den inneren Kreis nicht mehr? Eigenartig. Hey! Das war jetzt nun wirklich der schnellste legendäre Fangversuch. Nicht übel. Lavados, das Phönix-Pokémon, wurde gefangen. Oder Feuervogel-Pokémon. Nein, das Flammen-Pokémon. Wenn dieses legendäre Vogel-Pokémon mit seinen lodernden Flügeln schlägt, erstrahlt sogar der Nachthimmel in gleißendem Rot. Nice. Nicht schlecht, Herr Specht. Nicht wahr, Pikachu? Ja, das staunst du nicht schlecht. Shikara kann kaum glauben, was gerade geschehen ist. Yo! Haha, das staunst du wirklich nicht schlecht. Und wenn ich mal dabei bin. Wie wär's? Willst du auch meine goldene Himbeere essen? Yo, das hattest du dir jetzt einfach verdient gehabt. Dafür, dass du... Warte mal, was ist denn jetzt eigentlich mit der Steuerung los? Eigenartig. Der Joy-Con war eben total falsch ausgerichtet. Ah ja, was soll's. Okay, wir könnten jetzt eine Abkürzung zu irgendwo anders hinnehmen. Aber ey, wir müssen nochmal hier hin. Ah, nein, nein, nein. Mashok, hau jetzt gefälligst ab. Weg da, Mashok. Hau ab und lach nicht so blöd. Gut. Wuchtstoß, bam. Okay. Vorwärts, bam. Und... Bam! Ja, diesen einen Schalter mussten wir betätigen, um dann weiterzukommen in Richtung Ausgang. Okay. Weiter. Weiter. Jetzt, ja, jetzt einfach mal runter.
Weiter runter. Und der Schalter wurde betätigt. Yep. Genau diese Barriere wollte ich jetzt weghaben. Damit wir jetzt zum Ausgang kommen können. Zum Ausgang der Siegesstraße. Ihr seht sehr erschöpft aus. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen. Warte mal, ist das ein winziges Onix? Oh nein. Die Animation war noch nicht durch gewesen. Das wäre aber interessant gewesen. Ein Mini-Onix. Sieht man auch nicht alle Tage. Sieht man auch nicht alle Tage. Ein Mini-Onix. Unter Tage. Okay, diese Ast-Trainer lasse ich jetzt einfach mal aus. Wir haben jetzt wieder goldene Nanabären. Oh nein. Ich werde jetzt zeigen, dass es immer jemanden gibt, der besser ist als man selbst. Das zeige ich dir, Lady. Das zeige ich dir. Aber interessant, dass dort eine Rasa, wollte ich jetzt sagen, oh Gott. Also ein Rizeros ist. Interessant, interessant. Da waren wir sehr gespannt. Aber was soll's, aber was soll's. Britzel Turbo frei. Haus. Rosanna, auf Wiedersehen. Rosanna. War schön, dich mal wieder zu sehen. Ah, jetzt auch noch ein Arcani. Diese Lady hat wirklich starke Pokémon auf ihrer Seite. Aber hey. Der stärkste Trainer dieser Route ist und bleibt der zweite Trainercoach. Der zweite Trainercoach, der bloß auf uns wartet. Darauf wartet, besiegt zu werden. Oh yeah. Aber wenigstens hier bei der Siegesstraße hätten die ja schon mal die Pokémon der Trainer über Level 50 bringen können. Wäre doch wirklich nicht allzu schlecht gewesen. Und als nächstes noch ein Golbat. Na gut. Chikara. Ein letzter Donnerblitz gegen diese Ast-Trainerin. Gegen diese Trainerin setzen wir den Donnerblitz ein. Und dann sind wir auch schon fast beim Ausgang, ja. Beim Ausgang, ja. Gut. Donnerblitz. Bam. Oh yeah. Das war doch wunderbar. Einfach wunderbar. Wunderbar. Das ist bitter. Nein, wunderbar. Das ist wunderbar. Auch dieses Rizeros. Oh ja. Rizeros, Rizeros. Spring mal nicht so viel rum. Alter, was ist denn jetzt schon wieder mit dem Joy-Con los? Ich hatte eben mal wieder gerade geworfen. Aber nein. Der Ball flog einfach in die Walachei. Aber dieses Rizeros, das natürlich unseren Kampf gegen die Ast-Trainerin Caroline beobachtet hatte. Oh ja, es wollte einfach mit uns kommen. Das Bora-Pokémon. Es hat gelernt, auf sein Hinterbein zu laufen und komplex zu denken. Seine Haut gleicht einer Rüstung und widersteht sogar heißer Lava. Außerdem, in der Johto-Region gibt es ein Rizeros, das auch Surfer benutzen konnte. Mal sehen. Da fällt ja mal ein... Warte mal. Okay. Ja. Also irgendwie... ja. Die ganze Angelegenheit dauert noch ein bisschen länger, als ich es erwartet hatte. Okay, dann schauen wir doch mal kurz nach, ob das hier die richtige Stelle ist. Jo, das ist die richtige Stelle. Die richtige Stelle, die richtige Höhe. Und dann sind wir auch schon so gut wie draußen. Aus der Siegesstraße. Aus der Siegesstraße. Aber das dauert jetzt ein bisschen lange. Lange. Und ich denke mal, Pikachus Füße tun jetzt auch langsam mal weh. Ah ja. Mir würden die Füße auf jeden Fall wehtun. Bei so vielen Kicks hier. Yep. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Gott. Klick. Die Barriere zum nächsten Trainercoach ist offen. Los geht es. Aber wieso
tauchen jetzt hier auch so viele Pokémon auf? Hm, eigenartig. Wenn du es an mir vorbeischaffst, gelangst du zu den Top 4. Ja, ich schaff's ja auch vorbei. Um den nächsten Part sind dann die Top 4 dran. Oder besser gesagt, die Pokémon-Liga. Klaus, geh mal wieder nach Haus. Du und dein Schlurp, ihr habt nun wirklich keine Chance gegen uns. Es wird mal wieder Zeit für einen Britzel-Turbo. Und auch wenn mir eigentlich die Siegestraße ein bisschen kürzer jetzt vorkam. Am Ende schienen sie vielleicht doch ein bisschen genauso lang zu sein wie auch sonst auch. Aber wenigstens hatte der eine Kampf gegen Lavados nicht allzu lange gedauert. Der Kampf gegen Mewtwo, wenn der erstmal kommen wird, ja, der wird ein bisschen länger dauern. Das habe ich irgendwie so im Gefühl, dass der Kampf gegen Mewtwo länger dauern wird und uns ein bisschen mehr abverlangen wird. Wie war's denn eigentlich ja auch in Pokémon Gelb gewesen? Ich glaube, da war Mewtwo auf Level 70 oder so. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen stärker. Dagegen konnten unsere Pokémon überhaupt nichts ausrichten. Da musste ich gleich zu Anfang den Meisterball werfen, nachdem ein paar meiner Pokémon erledigt wurden. Ja, so war es. Ich hatte ja eigentlich auch vorgehabt, Mewtwo mit einem Hyperball zu fangen. Aber das hatte ja damals nicht gerade sehr gut geklappt. Mal sehen, wie es eigentlich dieses Mal aussehen wird. Und ich frage mich eigentlich, gibt es dann, nachdem wir Mewtwo zum ersten Mal gefangen haben, auch wilde Mewtwos? Denn ich habe jetzt schon ein paar Mal so gehört, oder auch ein paar Mal gehört und auch einmal schon gesehen, dass es wohl auch die legendären Flug-Pokémon auch wild geben soll. Unglaublich! Ja, irgendwo in der Kanto-Region sollen wilde, legendäre Vogel-Pokémon herumfliegen. Ab und zu. Wow! Ja, die Golbats haben es auf uns abgesehen. Top-Genesung. Okay, Trainer-Coach! Wir wollen uns von dir noch einmal coachen lassen. Wow, deine Pokémon sind ja absolut oberniedlich. Ich bin ein Trainer-Coach, deshalb müssen wir unbedingt kämpfen. Na, wie wär's? Yes! Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Das wird ein richtiges Spektakel. Oh yeah. Ein Spektakel. Oh ja, das wird es ja. Gegen Elliot. 4 Pokémon. Die höchste Pokémon-Anzahl, die ich bisher bei einem Trainer-Coach gesehen habe. Aber hey, es wird sicherlich auch noch einen Trainer-Coach in der Azuria-Höhle geben. Davon gehe ich wirklich stark aus. Und jener Trainer-Coach wird dann sicherlich 6 Pokémon besitzen. Davon gehe ich auch stark aus. Gut. Wutanfall von Razzath. Ja, das wäre eigentlich auch ein interessantes Pokémon gewesen für mein Pokémon Gelb Let's Play. Das Let's Play der Pokémon, die Ash hatte, aber nach einer gewissen Zeit aus seinem Team freiließ. Ja, so war es auch mit Razzath. Wenn ich mich recht erinnere, war das hier an der einen Episode, wo Ash bei dem Pokémon P1 Turnier dran teilgenommen hatte mit Razzath. Das war ja dieses Pokémon-Kampfsport-Turnier. Ja, so war es. Das war eigentlich auch das erste Mal gewesen, dass sein Razzath auf ihn gehört hatte. Ansonsten, Natsu versucht, Luftschnitt zu erlernen. Nein, brauchen wir nicht. Aber ja, ansonsten war es ja immer so gewesen, dass Razzath, wenn es aus seinem Pokéball kam, erst sofort Angriff auf ihn einprügelte. Ja, Razzath mochte Ash nicht besonders gern. Auch als es ein Mankey war, mochte es Ash auch nicht so gerne. Denn alles hatte ja angefangen in der einen Episode, wo ein Mankey die Kappe von Ash geklaut hatte. Und daher hatte man auch erfahren, dass Ash jene Kappe bei einem Preisausschreiben gewonnen hatte. Misty hat übrigens auch bei diesem Preisausschreiben dran teilgenommen. Aber Ash hatte
massig Postkarten verschickt gehabt, hm? So viele, ach, die konnte man überhaupt nicht mehr zählen. Tja, daher war die Kappe was ganz Besonderes. Tja, was wollte ich jetzt noch sagen? Ach ja, währenddessen bei dem Versuch ja, die Kappe zurückzukriegen, hat dann Ash Menki gefangen, aber es war vorher auch noch ein bisschen übellaunig gewesen. Obwohl, nein, Ash hat Razaf gefangen, glaube ich zuerst. Hm? Ja, das Menki hatte sich während des Versuchs, die Kappe zurückzuerobern, ja, weiterentwickelt zu Razaf. Hm? So war es, glaube ich, eher gewesen. Und ja. Es war einige Episoden lang nicht gerade so gut auf Ash zu sprechen. Und wie schon gesagt, die eine Sache hatte sich ja verbessert beim Pokémon P1 Turnier, aber am Ende der Episode hat er sein Razaf freigelassen. Naja, besser gesagt hat er es einem Kampf-Pokémon-Trainer übergeben, weil er wohl glaubte, dass Razaf es besser bei ihm hatte. Tja, wirklich bescheuert. Ist ja auch meistens so, dass Ash einfach gute Pokémon ziehen lässt. Wie zum Beispiel auch Smetbo, hatte ich auch in meinem Pokémon-Gelb-Let's-Play. Dann natürlich auch Tauboss, einmal freigelassen in den Wäldern vor Alabastia. Tja, und niemals wieder Besuch gehabt und abgeholt gehabt. Tja. Haha, das hat total viel Spaß gemacht. Hier, für dich. Oh, Wutanfall kriegen wir als TM. Warum nicht? Wenn frohe Naturen wie ich wütend werden, erzittern Gegner vor Angst. Hehe. Ha, warum nicht, sage ich. So, und der Ausgang? Oh, verdammt. Ja, der Ausgang ist hier vorne. Aber jetzt sag ich erst einmal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wo wir uns... Oh, wieder ein Kickli. Wo wir uns dann auf dem Weg zur Pokémon-Liga machen werden, um die Top 4 und den Champ herauszufordern. Bis dann und ciao, sagt euer umzingelter Phantom Heart. Bis dann und... Ciao.